Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Gaming-Stuhl-Kaufberatung. Ich sitze bereits auf dem Preis-Leistungsstuhl vom Herrn. Richtig geiles Teil, dazu gleich mehr. Und ich habe keine Kosten und Mühen gespart, um euch die 5 besten Gaming-Stühle zu präsentieren. Außerdem wird der gute Lars jeden Stuhl nochmal als zweite Person bewerten, aber dazu gleich mehr. Los geht's! Beginnen wir mit dem Einsteigersegment und dem Amazon-Bestseller Nummer 1 namens GT Player Gaming Stuhl. Inspiriert von einem Sportsitz trifft es echt gut, aber selbst für Menschen mit einer breiteren Schulter bietet der GT Player genug Freiraum. Außerdem bietet das PU-Leder sowohl das Gefühl von Textur als auch ein gutes Sitzgefühl. Die Rückenlehne lässt sich zwischen 90 und 150 Grad stufenlos verstellen. Außerdem gibt es eine WIP-Funktion. Die Armauflagen lassen sich in dessen Höhe anpassen und auch, sofern unten ein paar Schrauben gelockert werden, in der Breite. Mitgeliefert werden ein Kopf- und Lendenkissen, um den Rücken zu entlasten. Qualitativ finde ich persönlich diesen Stuhl echt solide. Bis auf das Logo, das jetzt nicht ganz mittig sitzt bei mir. Einzig der Aufbau ist beim GT Player ja relativ zeitaufwendig, aber ich denke, das Ganze ist bei 170 Euro verkraftbar. Natürlich gibt es diesen Gaming-Stuhl auch noch in anderen beliebten Farben. Schwarz-Lieder ist halt auch mal was anderes. Und übrigens kannst du 3 der 5 Stühle, die ich dir heute zeige, auch noch gewinnen. Aber dazu gleich mehr. Damit kommen wir zu meinem Preis-Leistungstipp. Der Corsair T1 Race Gaming Stuhl. Also wenn du wirklich das perfekte Rennsitzfeeling haben möchtest, dann ist dieser Stuhl einfach perfekt, denn dessen Form ist super ähnlich zu den neuen Sitzen im BMW M3. Auch die Optik ist echt schick. Es gibt viele Stellen in der sogenannten Carbon-Optik und sehr gute Materialien. Dazu gehört zum Beispiel auch das PU-Leder mit schicken Ziernähten oder auch die Armauflagen, die sich in jeder erdenklichen Richtung verschieben und anpassen lassen. Außerdem gibt es Nylonrollen, die auf allen erdenklichen Oberflächen gut funktionieren. Die Rückenlehne lässt sich auf bis zu 180 Grad neigen, also quasi das Liegen im Gamingstuhl, und Wippen geht natürlich auch. Im Lieferumfang enthalten sind das Kopf- und Lendenkissen. 250 Euro ist auf jeden Fall ein gutes Geld, aber das ist dieser Stuhl auch wert. Es gibt natürlich auch noch genügend andere Farbkombinationen, aber ganz ehrlich, was mir negativ aufgefallen ist, Corsair sollte mehr darauf aufmerksam machen, dass die Schutzkappe von der Gasdruckfeder unbedingt entfernt werden muss. Nur leider wird das in dieser Grau auf Grau auf Grau Dokumentation nicht genug signalisiert. Und so musste ich meinen Stuhl erneut zerlegen, um diese, naja, blöde Kappe zu entfernen. Solltest du die letzten Tage hinterm Mond gelebt haben, hast du was richtig Geiles verpasst. Die beste Gaming-Tastatur auf diesem Planeten, die Corsair K100 RGB. Es gibt zum Beispiel eine 44 Zonen RGB Light Edge, also dieser Rahmen rund um die Tastatur herum. Außerdem gibt es die brandneuen Corsair OPX optisch-mechanischen Switches, und die sind deswegen besonders, weil das Betätigen dieser Taste durch einen Infrarotstrahl erkannt wird, und das sorgt einfach für ultraschnelles Gaming. Mehr Infos dazu gibt es in der Videobeschreibung. Hört man den Namen DX Racer, ist sofort alles klar. Es handelt sich einfach um geile Stühle für solides Geld. Der DX Racer 1 ist auf Amazon sehr beliebt und mit über 3000 Bewertungen und 200 bis 250 Euro gut positioniert. Doch was heißt das? Immerhin kommen die gleichen Armlehnen wie beim günstigeren GT Player zum Einsatz, genau mit der gleichen Funktion. Die Rückenlehne lässt sich auf bis zu 135 Grad neigen. Natürlich gibt es auch eine WIP-Funktion, also auch hier wie jeder andere Stuhl. Und es gibt natürlich auch das klassische Kopf- und Lendenkissen. Übrigens ist das einer der wenigen Stühle mit einem Stoffbezug, und das kann gerade im Sommer auf jeden Fall von Vorteil sein. Aber insgesamt macht dieser Stoffbezug einen guten Eindruck. Und dieser Stuhl ist, ganz ehrlich gesagt, nichts für Menschen mit etwas mehr Körpermasse. Solltest du es dennoch versuchen, kannst du davon ausgehen, dass der Stuhl relativ schnell durchgesessen sein wird, denn die Sitzfläche ist super weich und ich persönlich mit einem höheren Gewicht sitze auch direkt auf dem Metallrahmen. Was ich bei diesem Preis leider nicht nachvollziehen kann, ist die antiquierte Lendenkissenhalterung. Die Bänder müssen durch den Käufer selbst verbunden werden, und bei jedem anderen Stuhl gibt es stattdessen einen Clip-Mechanismus. Kleinigkeiten, aber trotzdem insgesamt ein guter Stuhl
vor allen Dingen in Bezug auf den Stoffbezug. Die Premium-Klasse wird durch den Noble Chairs Epic eröffnet und das zu Recht. Als Gaming-Sessel für Enthusiasten, Gamer und Power-User ist ein Zocker- oder Gaming-Stuhl von Noble Chairs weit mehr als der sogenannte ergonomische Bürostuhl im Design von Rennwagensitzen. Typisches Marketing-Gesabbel. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass das PU-Leder sogar atmungsaktiv ist und das sorgt einfach dafür, dass du selbst im Sommer nicht so sehr schwitzt wie auf anderen Gamingstühlen mit PU-Leder. Die Armauflagen lassen sich in vier Richtungen verschieben und es gibt auch noch zwei Kissen. Die Rückenlehne lässt sich auf bis zu 135 Grad neigen und durch die 60 mm Rollen gleitet dieser Stuhl über jeden Boden erhaben hinweg. In der Summe ist der Epic ein sehr, sehr guter Stuhl, aber er eignet sich nicht für jeden. Für mich persönlich ist dieser Stuhl aufgrund von 1,85 Körpergröße leider zu klein und aus diesem Grund nutze ich auch den besten Stuhl auf dem Markt. Wie angekündigt, kannst du einen von drei Stühlen heute gewinnen. Das Gewinnspiel ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und du brauchst nur zwei Sachen machen. Einerseits den Channel abonnieren und Glocke aktivieren und zweitens mir eine Frage beantworten. Möglicherweise findest du die Antwort in diesem Video. Der ultimative Stuhl aus meiner Perspektive ist definitiv Noble Chairs Hero. Und natürlich kostet dieser mit 400 Euro auch etwas mehr als die restlichen Stühle, aber die Qualität als auch die Beständigkeit sind einfach krass gut. Nach über einem Jahr sieht mein Stuhl aus wie neu und verfügt genauso wie der Epic über das PU Kunstleder mit dem darunterliegenden Kaltschaum. Natürlich ist auch das Kunstleder wiederum atmungsaktiv und nach über einem Jahr mehr als 12 Stunden pro Tag in diesem Stuhl, auch dank Corona und Homeoffice, habe ich definitiv die richtige Wahl getroffen, denn dieser Stuhl eignet sich perfekt für größere und auch tendenziell eher, naja, sagen wir mal, nicht ganz so leichte Personen. Geliefert wird der Hero allerdings nur mit einem Kissen. Moment mal, das war der Preis. Keine Sorge, das zweite ist einfach nicht nötig. Die sogenannte Lenden- bzw. Lordosenstütze ist üblicherweise bei vielen Stühlen mit einem Kissen möglich, aber hier ist sie in der Rückenlehne integriert und lässt sich auch noch stufenlos über einen Drehregler einstellen. Den Hero gibt es ebenfalls in unterschiedlichen Farben und mit den 4D-Armauflagen. Ich sitze jetzt hier als erstes auf dem GT Player Stuhl. Optik würde ich dem Stuhl eine 4 geben. Das sind ein paar Sachen, die ich persönlich nicht so schön finde, aber alles in allem ist das natürlich Geschmackssache. Sitzgefühl ist, würde ich sagen, eine 3. Ich sind ja noch ein paar andere Stühle. Qualität, würde ich sagen, ist ziemlich solide. Kann ich jetzt nicht irgendwie negativ großartig was zu sagen. Ich würde ihm eine 2 geben. Preislich lag er bei 150 Euro bei Amazon. Das ist ein sehr guter Preis, würde ich sagen. Also preislich würde ich ihm definitiv eine 1 geben. Kann man nicht meckern. Also für das, was man für den Preis kriegt, top. Jetzt sitze ich auf dem Corsair T1. Macht einen guten Eindruck. Ist mir zu klein, muss ich leider sagen. Dementsprechend kann man das bewerten. Also ich bin um die 1,90. Ich kann für diese Größe auf jeden Fall nicht empfehlen, die Größe zu nehmen, sondern die höhere Größe, T2 oder T3. Ich sitze sehr gut. Qualität, Corsair-typisch sehr gut. Also eine 1, kann man halt wirklich nichts anders sagen. Optik ist damit halt auch eine klare 1, muss ich wirklich sagen. Also mir persönlich spricht das Design sehr gut an. Preis liegt dabei 250 Euro. Ich finde, da kann man nicht meckern. Ist Geld für einen Stuhl, klar, keine Frage. Ich würde ihm eine 2 geben im Vergleich zu dem GT Player. Der hat ja eine 1, weil er 150 Euro kostet. Der kostet 100 Euro mehr. Ich finde, die 100 Euro lohnen sich definitiv, auch optisch. Jetzt kommen wir zum DX Racer 1. Optisch würde ich ihm neutral eine 3 geben. Ist jetzt weder sonderlich hässlich noch besonders schön in meinen Augen. Das Sitzgefühl mag dieses Kissen hier am Rücken nicht so gerne. Also ich finde, die anderen waren da halt deutlich besser abgestimmt. Man hat gemerkt, dass die Wirbelsäule da, also es war auf jeden Fall, es wirkte bequemer. Preis liegt da so bei 220, 230. Ich meine, wenn man das mit dem Corsair-Stuhl von eben gerade vergleicht, also 3, ich würde ihm eher, also 4 würde ich ihm nicht geben dafür. Preislich ist er in Ordnung. Für das, was man kriegt, 3. Dann zur Qualität. Fairerweise würde ich ihm auch eine 4 geben. Wenn ich die anderen Stühle im Vergleich gesehen habe, die wirken einfach hochwertiger. Das liegt vielleicht daran, dass es Stoff ist. Ich finde, das ist jetzt auch nicht unbedingt der allerbeste Stoff. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Ist ein solider Stuhl. Man kann auf jeden Fall darauf sitzen. Ich weiß jetzt, wie sich Alice im Wunderland gefühlt hat. Ich fühle mich einfach riesig auf diesem Stuhl, wenn ich ehrlich bin. Er ist auch wieder ein Tick zu klein. Ich finde ihn sehr, sehr hart vom Sitzpolster. Vom Sitzgefühl würde ich ihm tatsächlich, ich glaube, ich würde ihm eine 5 geben. Das ist hart, ja, keine Frage. Ist auch ein sehr teurer Stuhl. Mir ist er zu hart, persönlich.
Optik finde ich sehr gut, alleine mit dieser Andeutung, diesem Art Nappa-Leder mit dem Perforierten, das gefällt mir optisch sehr gut, ist optisch sehr neutral und echt schön designt, aber typisch Noble Chair. Optisch würde ich ihm eine 1 geben, gefällt mir super. Preislich liegt er bei 350, 330 Euro. Ist ein guter Preis für Noble Chair, würde ich jetzt mal sagen. Habe mich da jetzt nicht so intensiv damit auseinandergesetzt. Ich kenne ein paar Preise. Für mich auf jeden Fall ein solider Preis. Qualität ist auch immer sehr gut. Würde ich ihm tatsächlich auch eine 1 für geben. Den Preis habe ich gerade übersprungen für den Preis im Vergleich zu den anderen. Ich meine, wenn man halt, muss ich jetzt halt leider noch mal erwähnen, den Corsair sieht im Direktvergleich, würde ich dem hier tatsächlich eine 3 geben. Last but not least, der Noble Chair Hero. Ich habe mich hier gerade drauf gesetzt und es war eine pure Erleichterung. Also dieser Stuhl ist so super bequem. Er ist relativ hart, ist aber auch super bequem dabei. Verarbeitung gebe ich ihm definitiv eine 1, kann man nicht anders sagen. Sitzgefühl 1, gerade durch die Lordosestütze und das fehlende Kissen, kann man nicht einfach sagen. Es ist einfach super bequem. Man hat echt viel Platz hier drauf. Von der Höhe diesmal auch einfach perfekt. Optisch würde ich ihm eine 2 geben. Ist nicht hässlich, ist jetzt nicht super krass wie der Corsair zum Beispiel. Der ist halt sehr verspielt, der ist sehr neutral. Ist eine solide 2. Preislich ist halt ein bisschen teuer mit 400 Euro. Ist halt einfach der teuerste in der Reihe. Dementsprechend muss ich ihn leider preislich eine 5 geben. Nach meiner Bewertung oder nach meiner persönlichen objektiven Bewertung hat der Corsair tatsächlich diesmal gewonnen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Corsair sehr gerne mag und mein PC auch nur aus Corsair-Teilen besteht. Also es war wirklich rein objektiv vom Sitzgefühl. Ich hoffe, das kam in dem Video auch so rüber. Nach dem Corsair gefolgt von dem Hero. Der hat eine Bewertung von 2,25. Und auf dem dritten Platz, den teilt sich der GT Player mit dem Epic. Und auf dem letzten Platz ist tatsächlich der DX Racer. So viel zu unserer Meinung. Schaut euch die Stühle am besten nochmal selber an. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Bis neulich und ciao.